Das hier ist also... Seht euch das an, wie langsam ich gelaufen wäre. Aber ich weiß halt nicht, wie es von der Helligkeit her ist. Und deshalb ist es, glaube ich, besser, wenn ich nicht die ganze Zeit über die Stiefel anhabe. Das hier ist der Weg, den Hasfat uns beschrieben hat. Zu den Dwemer-Ruinen von Arkentand. Dwemer kann man sich als eine, ja, verschwundene Rasse, Zivilisation vorstellen. Sie waren mal da und dann waren sie plötzlich weg. Genauso wie ich mit diesen Stiefeln, weil ich extrem schnell bin. Und jetzt schau da mal da hinten hin. Da ist so ein böser Typ. Ich habe das Gefühl, dass es sich dabei um einen Banditen handeln könnte. Will ich den bekämpfen oder will ich den umgehen? Ich glaube, allein aus Prinzip will ich den mal umgehen. Nein, ich werde gegen ihn kämpfen. Keine Ahnung, wegen dem Klimawandel. So. Ist das der richtige Zauber? Nein, das ist ein Berührungszauber. Ich hatte hier Funken. Blitzschaden ist toll. Ja. Oh mein Gott, du hast ein Monster. Ich bin tot. Ich bin tot. Der hat ein Monster beschworen. Generell gilt, wenn man dem... Herzlich willkommen zurück zu Morrowind. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Ja, da oben war der böse Bandit. Der Räuber Hotzenplotz. Mit seinem verdammten beschworenen Wesen, was ich eben noch sagen wollte. Wenn man den Beschwörer tötet, stirbt auch das Beschworene. Das heißt, wir müssen uns wirklich nur auf den Typen konzentrieren. Und das schaffen wir doch, oder? Ich habe keine Ahnung wie, aber irgendwie geht's schon. Stiefel! Lauf! So, jetzt werde ich den mal ein bisschen überrumpeln. Wo bist du? Er ist weg. Ah nein, da ist er. So, ich brauche jetzt bitte den Zauber. Der ist auf Berührung, aber sehr stark. Aber es ist ja egal. Denn ich bin ja auch sehr schnell. Ich müsste dich nur treffen. Boah. Okay. Das da ist wiederum nicht so toll. Eisbiss. Schild. Ich wusste, dass es gut ist, das Schild zu holen. Eisbiss. Komm, ich schaff das. Wow. Oh, toll. Durch die Brücke gefallen. Was ist das hier? Das ist, hätte uns Antabolis auch eben erklärt, ein sogenannter Aschesturm. Wie ihr seht, besteht das Land hier soweit ziemlich aus Asche und Sand und was weiß ich. Und wenn darüber ein Sturm zieht, ergibt es natürlich so etwas. Nicht sehr toll. Guckt es euch an. Er hält sich schon die Hand vors Gesicht. Ja, ziemlich gemein, diese Aschestürme. Und wir wollen jetzt natürlich einen sicheren Ort finden. Also drehen wir an dieser Kurve und laufen zu diesem Tor hier. Das war übrigens gerade total zwecklos, dass ich an der Kurbel gedreht habe. Das Tor war schon offen. So. Das hier ist Arkentand. Wir sollen einen Dwemer Rätselwürfel suchen. Kann ich hier oben rasten? Nein. Vielleicht hier? Nein. Ach, ich wusste gar nicht, dass Fackeln so schwer sind, um ehrlich zu sein. Wir holen den Dwemer Rätselwürfel. Dieser Dungeon ist meistens schon der Ort, wo die meisten Leute verzweifeln. Im offiziellen Morrowind-Forum gab es mal eine Zeit, da war täglich mindestens ein Hilfesuchender unterwegs, der sagte, ich finde diesen Würfel nicht. Und tatsächlich ist diese Ruine ziemlich groß.
Sie umfasst eine riesige Fläche, in der man sozusagen eine kleine Nadel in diesem riesigen Heuhaufen suchen soll. Aber wenn man weiß, wo der Rätselwürfel ist, ist das Ganze gar nicht mehr so schlimm. So. Ich warte jetzt ein bisschen, bis meine Ausdauer wieder oben ist. Eigentlich müssen wir nur... Gott. Na, egal, wir haben es ja auch so überlebt. Uns da runterfallen lassen. Dadurch kommen wir hier auf diese zweite Ebene. Und können hier rein. Hinter dieser Tür ist schon der Rätselwürfel. Andere gehen meistens in diesen langen Gang, wo eine riesige Ruine auf sie wartet, in der es nichts Wirkliches zu finden gibt. Aber ich bin schon hiermit zufrieden. Meine Mana-Tränke gehen mir langsam aus. Rein da. Oh mein Gott! So, du kämpfst jetzt ein bisschen mit dem Geist, aber leider auch mit mir. Eigentlich hat er keine Chance gegen den Geist, wegen Waldwaffe. Ich wüsste gerne, wie viel Leben du überhaupt noch hast. Feuerball? Komm schon, das muss funktionieren. Okay, wir helfen unserem Geist ein bisschen, würde ich sagen. Das Dumme ist, dass ich hierdurch, glaube ich, auch meinen Geist verletze. Hilfe, Hilfe. Ah. Nein, nein. Nicht, nicht. Kommt schon, kämpft. Ich bin tot. Ich habe aber noch Lebenstränke. Bitte, bitte, bitte. Komm, ich schaff das. Ihr macht das mir zu einfach. Ja, ich weiß es ja. Ha! Bitte. Nein. Erneut. Lasst es uns erneut versuchen. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ich bin nicht eingeschnappt. Das ist nicht ungefähr der leichteste Gegner im Spiel. Nein, das ist eine richtige Herausforderung, der Typ. Und ich bin dabei gestorben. Ehrenwürdig bin ich dabei ums Leben gekommen. Im Kampf für die Freiheit und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt. Ach, grins nicht so blöd. Okay, rein hier. Okay, dieses Mal Zuflucht. Werden wir seltener getroffen. Ist schön. Wenn es funktioniert. Na. Weißt du, was ich... Mein lieber Freund. So siehst du aus, wie das Kreatur im Hintergrund. Das Kreatur vor allem. Oh Gott. Alles klar. Der ist also nicht so einfach wie einst gedacht. Was haben wir für Schriftrollen? Irgendwas Sinnvolles? Ja, ich weiß, was ich machen werde. Ich weiß absolut, was ich machen werde. Stiefel an. Wir rennen jetzt hier rein und überrumpeln ihn. Das ist sinnlos. Was? Geht Ich will den auf. Würfel. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe den Zauber Göttlicher Eingriff benutzt. Dieser Zauber führt mich direkt zur nächsten Garnison, keine Ahnung, zum nächsten Ort Bleibt in Bewegung. Der anderen Religion, die es in Wadenfell noch gibt, den kaiserlichen Kult. Die Religion der Besatzer. Ihr seid nette Leute. Das ist die Festung der Mondfalterlegion. Als wir eben abgebogen sind zur Dwemer-Ruine, die ungefähr hier liegt, haben wir diese Festung sogar kurz schon gesehen. Gehen wir mal rein, denn ich glaube, hier gibt es einen Zauber, den ich gern hätte. Und zwar diesen göttlichen Eingriff.
mit dessen Spruchrolle ich mich auch hierhin geportet habe.